Moin Mädels! Moin Jungs! Da sind wir wieder, ne? Es ist soweit. Visage wurde released. Mein absolutes Lieblingsgame, möchte ich meinen. Hier vielleicht eine kleine Compilation, wie viel Spaß ich wirklich schon an diesem Spiel hatte. Scheiße, der hat die Mühle erschossen. Kacke, Mann. Nein! Jetzt habe ich hier diese Pillen in der Hand. Nein, 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 nein! Geh weg! Alter! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh, scheiße, Bruder! Oh Gott, ich hab mich... Nein! Oh, scheiße! Komm, hau ab, bitte! Och, du Scheiße, bist du hässlich, Alter! Oh, nö! Du verpiss dich, ey! Hau rein! Oh! Scheiße, 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 scheiße! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Das war immens. Und da geht das Radio an. Ja, gut. Und hier, meine Damen und Herren, jetzt halt mal deinen Sabbel da hinten. Ist ein neues Kapitel, ein neuer Teil des neu releaseden Spieles, den wir noch nicht kennen. Rakans Kapitel. Das allsehende die allsehenden Augen. Rakan ist doch so ein Typ aus LOL, oder nicht? Hallo? Kann nichts machen. Das ist eine Rückblende. Alter, dieses Geflacker geht ja jetzt schon richtig auf die Ketten, Alter. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht das ganze Kapitel so, da rast ich aber. Oh mein Gott. Oh shit. Bruder, mach doch nicht einfach das Licht an, Alter. Oh. Nein, was ist jetzt? Es ist offensichtlich natürlich das gleiche Haus in einer anderen Zeit. Übrigens, meine Reaction ist null gespielt, ne? Ich bin einfach wirklich so. Es ist null gespielt, ich schwöre es euch. Es ist null gespielt. Auch null über... Also wirklich. Oh ja. Gar nicht dahin. What the fuck is this? Oh, it better not be what I think it is. You fucking bastards. What is this? Who the fuck are you? Ist ein bisschen verstörend mit diesem Schwarz-Weiß und was hatten der hier für Cornflakes gesnackt? Alter, aber gut sauber geputzt, bin ich ehrlich. Was ist das?
There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Verstehe den Sinn gerade noch nicht. Also er ist halt irgendwie befallen von... Er hört auch irgendwas. Er kriegt irgendwas mit. Ja klar, da geht kein Licht an. Ja, dann gehen wir da auch nicht hin. Bin ich ehrlich. No Licht, no Kalle. Man kennt doch den Spruch. Ja klar. Scheiße, Bruder. Stop right there. Eieiei. What? Hi. Please. Ah! No! Please! Leave me alone! Ai. Jetzt kein Stück schlauer. Also dieses Viech ist nicht so nice. Kann ich nochmal die Seiten tauschen? Ich kann sogar ranzoomen! Das wusste ich gar nicht. Nee. Oh, nee. Nein. Die Tür ist verschlossen. Das Auge ist daran angebracht. Es scheint dich anzusehen. Ich kann das nicht abfackeln. Okay. Dr. Smith? Dr. Smith? Yes, sorry, I'm with you. I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. The police also interrogated the neighbor who called the police. She claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? It's hard to tell. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background, and he's had really bad cases of... Scopophobia. Exactly. Scopophobia. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323, until further notice. He seems agitated. So be careful. Thanks, Tim. Duly noted. Ah, Krücke, Rollstuhl, Beine ab oder so?
hat leider keinen angezeigten Körper. Aber irgendwas passiert mit mir, mit der Person. Ordentlich einen abgeschissen. So Krankenhäuser und so in Horrorgames, muss ich sagen, sind ja meine Leibspeise. Natürlich haben wir nichts dabei. Mitten in der Nacht, man kennt es. Gut, also in den Raum will jetzt auch keiner rein. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. Boah, Alter, voll gegen meinen Kopf. Ich geh nochmal zurück in den Raum, wo ich drin war. Vielleicht hab ich da. Ich bin so jemand, der rennt immer einfach los. Vielleicht ist da noch was Wichtiges gewesen. Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwas nehmen oder betätigen. Ich würde gerne das Messer mitnehmen. Alter, der Hund. Der ist so kurz vorm Kacken. Ich glaube, der Hund wurde nicht gerne fotografiert. Ich glaube, der musste übelst einen wegscheißen. Und musste da so eine halbe Stunde stehen. Ja, moin, Mona. Muss mal die Maus so mitnehmen. Das gleiche Bild nochmal. Ja klar, man kennt's. Hä? Ah! Catchen. Wrestling. Warum? Ich muss sagen, ich hasse ja Horror-Games. Jetzt mal Real Talk. Ich hasse ja Horror-Games. Aber so herauszufinden, was die Story jetzt hier hinter ist, das juckt mich halt schon derbe, muss ich sagen. Also schon herausfinden, was jetzt hier so der Purpose ist. Ich meine, wir haben ja damals schon angefangen. Das finde ich schon interessant. Ich finde nur Horror-Games kacke. Versteht ihr, wie ich meine? Zimmer 323. Zimmer 323. Call to security. Code white. Emergency in room 323. Code white. Emergency in room 323. Notfall in dem Raum, wo wir gerade den Schlüssel für gefunden haben. Ja. Don't you dare touch me, you fuck! Much of a choice here, sir. Seize him and give him the sedative. No! Get off me! Fuck off! Hä? Ich wollte ganz schnell rein, aber... Was ist denn Ditte? Hey, Glory Hole oder was? Aber ganz andere Version. Gut. Also richtiges Werkzeug stand da jetzt. Soll ich mir besorgen. Oh nee, Bruder. Ja, genau, Alter. Oh, tschüss. Da muss ich los. Oh.
Aber mit der Brechstange? Ich habe jetzt so einen Hammer erwartet. Na gut. Ich muss los. Das bin ich. Trash. Sick of physics. Besprechungsraum 3F. Sinn? Das ist sehr dumm. Where do you think you're going, Aaron? I'll smash your face in the pan until you're one with it. Was? Ja, ich bleib einfach hier hinten. Ah! Ja, Bruder, Mama mia, was ist denn Senorita Margarita Pizza mit Prosciutto e Funghi? Die Büchse. Das ist so ein Game, das kann man jeden Tag zocken. Nein! Oh, da! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ah! Sachen machen. Ja.
Entlassungsflügel. Tisch verschieben oder was? Crazy shit. Ja, so Taschenlampen sind auch was richtig Nices in solchen Games. Steht da drauf Entlassungsflügel. Entlassungsflügel, ne? Hatten sie gesagt. Hier sind wir aufgestanden. Ich glaube, ich weiß, wo der Exit ist. Witz am ganzen Körper, ne? Ja. Gesprungen. Ich will auch. Ich werde aufgehalten, bestimmt. Ah, na. Oh, oder so. Was passiert jetzt?